Morgen. Ja, sehr schön. Der Pastor begrüßt mich, reicht mir vollkommen aus. Macht ein bisschen mehr Licht, dass ich ein paar Leute mehr sehe. Das wäre richtig gut. Ich mag so nicht ins Dunkle reinsprechen, ne? So viele bekannte Gesichter, die nicht so häufig hier sind, so viele nette Gäste. Da freue ich mich ganz, ganz besonders drüber, zu Kinder einsegnen. Und Kinder werden auch noch eine Rolle spielen heute und ich finde das richtig, richtig stark. Dieses Lied hat ja scheinbar einiges ausgelöst. Ich schaffe Raum, ja, Raum schaffen für Gott, ne? Mauern einreißen, Mauern in uns, die wir manchmal selber aufgebaut haben, ne? Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir diese Mauern in uns einfach für Gott frei machen, dass wir eine Freiheit haben, die wir in Gott erleben können und dürfen. Ich habe mal vorweg eine Frage. Erkennt jemand das Durchschnittsalter dieser Gemeinde? Gäste, ihr dürft mitraten, weil garantiert kennen die selber, die Gemeindeglieder, gar nicht das reguläre Durchschnittsalter. Laut Church Tools habe ich das mal errechnet. Ruf mal einer was rein. 30. Immer nur einmal rufen, Uli. Sonst kannst du bei 1 anfangen und bei 30 aufhören. Das wäre ja nicht gut. Noch jemand eine Idee? War noch keiner dicht dran? Wo war 28? Das war schon etwas dichter. 30. 25 war noch dichter. So, nein, immer nur einmal. So, komm her, 24, warst du am dichtesten. Komm, kriegst du eine Belohnung. Ja, so ein Beifall für. Ich wollte das nicht vorher sagen, dass du eine Belohnung kriegst, sonst hätten die alle gerufen, ich hätte gar nichts mehr verstanden hier oben. Also tatsächlich sind es 23,6 Jahre. 23,6. Wir haben von 0 bis 12 Jahren hier 80 Kinder. Bei 160 Mitgliedern 80 Kinder. Also wir haben sehr fleißige Ehepaare. Das ist wunderbar. Und trotzdem wollen wir uns trotzdem mit Evangelisation beschäftigen, dass wir auch trotzdem Leute gewinnen, dass wir uns nicht nur von innen heraus vergrößern. Und ich habe gedacht, cool, was für eine junge Gemeinde wir sind. Wir sind jung, voller Tatendrang und klar haben wir kein Sitzefleisch. Und dann habe ich gedacht, wenn jetzt jemand denkt, boah, das ist schon 12, wie lange redet der noch? Dann ist das gar nicht so, dass ihr das langweilig findet, sondern ihr haltet es einfach nicht mehr aus. Ihr seid voller Tatendrang, ihr wollt raus, ihr wollt was tun. Daran liegt das. Und dann habe ich gedacht, an unsere Geschwister, die zurzeit in Uganda sind, die dort das Kinderheim mit aufbauen. Ich weiß nicht, hat jemand die Videos gesehen? Dort wird ja immer per online gestellt, so einige stellen ihren Status rein. Und wie die Gott feiern und loben, das ist einfach, also ich bin total begeistert. Gestern war eine Hochzeitsfeier dort, das heißt, da haben zwei Deutsche geheiratet und hatten zu Gast 150 Waisenkinder. Boah, ich finde das richtig, richtig stark. Und dann haben die richtig gefeiert, habe ich gedacht, hey, die sind genauso jung wie wir. Und umgedreht, wir sind genauso jung wie du. Und da habe ich gedacht, wisst ihr was? Da können wir uns auch ein bisschen was abgucken. Mal. Und ich habe gedacht, wir können das mal probieren, so als Gruß an Uganda. Ich meine, schade, dass Jimmy jetzt nicht hier ist, ne? Aber der wüsste, wovon ich rede. Ich würde euch mal bitten, steht doch alle bitte einmal auf. Ja. Sehr schön. Steht doch bitte alle einmal auf. Ja. Okay. Und jetzt macht doch mal einen Schritt nach rechts. Kriegt er hin? Okay. Noch einen nach rechts. Einmal klatschen. Nach links. Noch einen nach links. Seid ihr wieder da? Und dann noch einmal klatschen. War gar nicht so schwer. Aber das sieht so ungleichmäßig aus, ne? Und ich denke, wir machen das ein bisschen musikalischer Untermalung. Denkt einfach an Uganda, ja? Denkt einfach an die Freude, denkt einfach an das Geschenk Gottes. Freut euch auf das himmlische Jerusalem. Darum geht es in diesem Song. Freut euch einfach darauf. Und
wenn ich alle jetzt mitmachen, lasse ich das Lied nicht wieder ausmachen. Dann machen wir so lange, bis alle. Ne? Nein, wir werden das nur kurz machen. Aber ich wollte einfach, dass ihr diese Freude auf das, was uns erwartet, dass ihr die mit hineinbringt in den Gottesdienst, euch darüber freut. Also, mit rechts, wir starten nach rechts, ja, das andere links, ne? Ja, einmal rechts, nochmal rechts klatschen, einmal links, nochmal links klatschen. Kriegt ihr hin. So, Herr Kapellmeister. So, wir starten jetzt nach rechts. Eins, zwei, klatsch. Super, Riesenbeifall. Wow. Richtig klasse. Und ganz ehrlich, das ist nicht gelogen. Wir sind gerade Schauer über den Rücken gelaufen. Also ich könnte das locker 5 bis 10 Minuten machen. Die singen Jerusalem, vermimmlichen Jerusalem, haben gesagt, das ist hier nicht meine Heimat. Das ist meine Heimat, das ist mein himmlisches Zuhause, das himmlische Jerusalem. Und was wollen wir? Wir wollen alle dorthin. Und wisst ihr was? Wir wollen so viele mitnehmen wie möglich. Ist das so? So viele wie möglich wollen wir mitnehmen, erreichen. Wir wollen, dass weder mein Nachbar noch mein Arbeitskollege, noch egal, dass jemand hier auf Erden nicht direkt auf dem Weg in den Himmel kommt. Der Titel der Predigt lautet heute: Wenn du etwas bewegen willst, musst du dich bewegen. Ich finde, wir haben schon einen guten Anfang gemacht. Ja? Ihr habt euch alle gut bewegt. Und wir befinden uns im April in einer Serie, die Auserwählten mit Chosen. Wir sind die Auserwählten. Und wir haben schon verschiedene Predigten zu dem Thema gehört. Wir haben einmal gehört zu Anfang, wir müssen uns entscheiden. Für was hast du dich entschieden? Hast du dich für Jesus entschieden? In der zweiten Predigt haben wir gehört, bist du ein Nachfolger oder bist du ein Fan? Ihr erinnert euch an die zwei verschiedenen T-Shirts und wir haben uns entschlossen und ich hoffe, jeder von euch, wir wollen ein Nachfolger Jesus Christus sein, weil Fan alleine nicht ausreicht. Am Ostersonntag haben wir nicht nur bildlich etwas über den Schlüssel erfahren, sondern wir haben auch alle einen bekommen, einen Schlüssel. Den Schlüssel, den damals in der Sünde Adam und Eva, den sie von Gott bekommen haben fürs Paradies, abgegeben haben an den Feind. Und Jesus Christus hat ihn uns wieder zurückgegeben. Und wir haben ihn in der Hand und wir müssen ihn wieder an den Satan geben. Wir behalten ihn bei uns. Wir geben ihn nicht wieder ab. In der letzten Woche hat Heinrich dann über Finanzen gepredigt. Das ist ein Thema, ne? Wir haben gesagt, wenn das eine Predigt, dann der Pastor. Das ist immer so eine Sache. Über das Geld reden ist immer so eine Sache. Aber Heinrich hat auch gesagt, was brauchen wir? Wie viel ist genug? Ja, und genug ist einfach, wer hat es behalten? Was ist, wann haben wir genug? Essen, Trinken, Kleidung, Nahrung und Kleidung. Und dann ist es genug. Und der Rest ist Überschuss, ne? Oder? Wir haben also alle genug. Und Heinrich hat mich da richtig herausgefordert. Gestern. Warum? Wir hatten gestern Besuch, gestern war der Heimatverein hier, angekündigt waren 30 Leute, die eine Fahrradtour gemacht, wollten das Gebäude besichtigen. Heinrich fragte mich von der Zeit, kannst du denn, kannst du aufschließen, kurz was zur Gemeinde sagen und dann die Räume zeigen. Sie interessieren sich für uns, wir gehören zur Gemeinde Lindern und die wollten jetzt halt die Christengemeinde besuchen. Und jetzt kam doppelt so viel eigentlich wie angesagt, aber es hat alles super geklappt, die waren alle begeistert, sie mussten zum Schluss alle ans Kreuz, weil wir dort das Foto gemacht haben. Das war richtig, richtig gut. Und dann kommt eine Frau zu mir zum Schluss und gab mir einen Umschlag.
Und hat sie gesagt, für deine Mühe. Da habe ich gedacht, boah, cool, Umschläge kriegt man gerne. Da ist eine Karte drin. Und ihr wisst, wie das ist. Ne? An Geburtstagen kriegt eine Karte. Lesen könnt ihr später. Wird immer erst geguckt, was drin ist. Ich schau mal, boah, 40 Euro. Habe ich gedacht, boah. Stunde war ich hier, bisschen früher, alles angemacht. Boah, nicht schlecht. Dann stand vorne ein toller Spruch drauf. Sieh jeden Tag an wie ein Blatt im Wanderbuch deines Lebens. Sorge dann dafür, dass auf jedes Blatt etwas Gutes angezeigt wird. Habe ich gedacht, gut, habe ich ja gemacht. Ich habe was Gutes gemacht. Bin hergekommen, habe denen die Gemeinde gezeigt. Ich habe denen was erzählt, die waren begeistert, war alles cool. Und dann schlage ich das auf und da steht, danke, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns Ihr Gotteshaus zu zeigen und vorzustellen. Mit lieben Gruß der Heimatverein. Und dann musste Heinrich natürlich ausgerechnet eine Woche vorher über Finanzen predigen. Da habe ich gedacht, ja, das ist nicht mein Geld. Das ist mein Gotteshaus, aber das ist nicht mein Geld. Ist das mein Geld, Heinrich? Es ist nicht mein Geld. Es ist nicht meins. Ich habe das für Gott getan. Ich bin für Gott hergefahren und nicht für Arbeiten. Arbeiten gehen wir, dann kriegen wir Geld, aber ich bin für Gott hergefahren. Und es wird anders verwendet werden. Wir werden heute im Laufe des Tages auch noch dazukommen, wozu das verwendet wird. Aber es ist nicht mein Geld. Aber es verleitet. Es sind nur 40 Euro, aber ey, kann ich zweimal an und von gehen. Ich habe gedacht, boah, was machst du? Aber es ist gut, dass die Predigt die Woche vorher war. Das ist sehr, sehr gut. Und der Teufel versucht, ne? Da fängt dann irgendwie an, da hast du bestimmt vergessen, was letzten Sonntag Heinrich gesagt hatte. Nee, habe ich nicht. Als wir uns entschieden haben, für Jesus sein Nachfolger zu sein, den Schlüssel bekommen haben, und Gott hat uns versorgt mit Essen und Kleidung, haben wir also alles, was wir brauchen. Wir sind gut gerüstet und wir können eigentlich starten. Die Frage ist, wohin? Ich war neulich mehr oder weniger freiwillig 5 Wochen zu einer stationären Reha, habe sehr lange gehadert, widersprochen. Also Gott hat mir frühzeitig eigentlich schon gezeigt, ich will, dass du da hingehst. Ich will, dass du da bist. Wahrscheinlich wird der Grund gewesen sein, die ganzen vielen Menschen, die ich da getroffen habe, die ganzen sehr viele kranke Menschen, sehr viele Nicht-Christen, die ich sonst so auf einem Haufen gar nicht sehe. Da müsste ich schon irgendwo zu einem Konzert gehen, wo ich nichts verloren habe. Aber dort habe ich so viele Menschen getroffen, die sehr krank sind, die glauben, sie kriegen dort Hilfe und haben dort nur Placebos bekommen. Die am Ende gesagt haben, eine Woche bevor sie nach Hause fuhren, 80% haben gesagt, boah, ich mag gar nicht nach Hause fahren. Dann ist wieder das Gleiche, der Alltag ist alles wieder da. Ich werde wieder zurückfallen in alles, was dort reinkam. Und er schenkte ihm diese Predigt schon nach 1,5 Wochen. Gab der Heilige Geist mir diese Worte für diese Predigt, die ich heute halten darf. Für dieses Wort, als ich ins Schwimmbad ging. Kommen wir noch drauf. Das war eine psychosymptomatische Reha. Und da wurde viel über Buddhismus und Yoga und Feldenkreis, also alles solche Sachen, behaftet einfach mit Esoterik, wurde dort gelehrt und das hilft den Menschen nicht. Was ihnen hilft, ist das Wort Gottes gewesen. Was passiert mit diesen Leuten? Sie haben eine gewisse Erwartungshaltung, sie gehen dorthin und denken, ja, in der ersten Woche werde ich gleich verlängern. Auf 6 Wochen sofort, 5 Wochen haben die schon gekriegt. An der ersten Woche werden sie schon gefragt, wollt ihr noch länger bleiben, noch eine Woche? Ja, will ich. Bleibt noch eine Woche länger. Ich weiß noch gar nicht, was hier erwartet. Und sie haben aber voller Hoffnung, sie kommen nach Hause und sind geheilt. Und was haben sie? Sie haben eine Enttäuschung mehr in ihrem Leben gesammelt. Aber ich konnte Gott sei Dank wirklich Zeugnis geben, mit einigen sprechen, dass nicht jeder wirklich so nach Hause gefahren ist. Ich konnte dort wirklich, also Gott hat mich dort wirklich hineingestoßen, dass ich dort sein konnte. Da habe ich gedacht, warum? In Markus 16, Vers 15 steht, und er, Jesus, sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das ist unser Auftrag, richtig? Das heißt, wir sollen aktiv werden. Wenn es beim Bodenwischen ist. Du musst dich bewegen, wenn du etwas bewegen willst. Wir wollen dazu 3 Fragen beleuchten. Wer, wohin und wozu? Erste Frage, wer? Wer ist das?
Ihr kennt das bestimmt, alle, die Eltern sind, Elternversammlung in der Schule, alle treffen sich. Einige kommen erst gar nicht, weil sie genau wissen, was sie erwartet. Andere haben die Tagesordnung nicht gelesen und die anderen denken, der Kelch wird schon an mir vorübergehen. Ihr kennt das, erster Elternabend, ne? Die Elternvertreter werden gewählt. Wer kennt das? Elternvertreter wählen, Eltern, die zur Schule mussten, die Kinder. Und was macht man dann? Boah, Kopf runter, ne? Kopf runter. Oder denken, der neben mir sitzt, du, der. Und jetzt nicht bewegen. Nicht irgendwie hier kratzen oder so. Das könnte schon wie so ein Melden aussehen. Bloß nicht. Also ganz still verhalten, nicht regen, ja? Und wenn sich dann so ein, zwei freiwillig erklärt haben, dann geht es, ja, ja, ich bin dafür, dass du meine Kinder vertrittst. Die kennen den gar nicht. Aber du mach das mal. Finde ich hundertprozentig sehr, sehr gut. Und da sind alle locker und gelöst und sagen alle, boah, jetzt haben wir welche gefunden. Aber es ist nicht so in Gottes Reich. So ist das nicht. Bei Gott sind die Würfel schon gefallen. Ihr seid auserwählt von Gott geworden, um dieses Wort weiterzugeben. Er hat euch ausgewählt dazu, ihr könnt euch nicht wegducken. Ihr seid Nachfolger, ihr habt Essen und Trinken und Nahrung und Kleidung bekommen. Ihr habt den Schlüssel für euer Leben bekommen und jetzt wollt ihr euch wegducken. Das funktioniert nicht. Das ist bei Gott anders, da sind die Würfel längst gefallen. Er hat euch berufen, jeden Einzelnen, für seinen Auftrag, ihn zu erfüllen. Das steht dort. Also musst du dich bewegen, du musst aktiv werden. Und ganz ehrlich, wenn der Geist Gottes in dir wohnt, dann gibt es darüber auch gar keine Diskussion mit Gott. Dann willst du das auch. Du willst deinen Auftrag erfüllen. Er hat uns berufen. Wer? Wir. Uns. Jeden Einzelnen von uns. Nicht den einen, weil er besser reden kann, den anderen, weil er nicht so reden kann, den nicht. Also da gibt es gar keinen, es gibt keinen Unterschied. Der zweite Punkt ist, wohin? Wohin sollen wir gehen? Es gab dort in dieser Reha eine Achtsamkeitsgruppe. Achtsamkeit, dieser Begriff, kommt aus dem Buddhismus. Sind die drei Säulen des Buddhismus, da hat es achtsam, das heißt, du sollst achtsam mit dich sein, also ohne Bewertung der Umwelt. Es gibt eine Übung, die heißt zum Beispiel zielloses Gehen. Das heißt, du stellst dich in eine Ecke des Zimmers und gehst einfach los. Ganz bewusst natürlich. Und dann denkst du, ach, jetzt mache ich mal einen Richtungswechsel. Und gehst du wieder da lang. Das ist zielloses Spazierengehen, nennt sich das. Ich weiß nicht, was es helfen soll. Draußen zielloses Spazierengehen, also alle Handys aus, keiner redet mit jemandem und alle gehen einfach los. Das müsst ihr euch vorstellen, das ist wie so eine Beerdigung ohne Sarg. Ja, das heißt, die geht alle stillschweigend. Der eine guckt einen Vogel an, der andere ins Wasser. Dann stehen da irgendwie da und ich dachte, ja, ich will nicht ziellos gehen. Ich will meine Gedanken nicht ziehen lassen. Ich will das nicht. Ich will aktiv werden. Was ist das, ohne Ziel zu laufen? Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern, nachdem er die Predigt gehalten hat und viele ihn verlassen haben, hat er gesagt, wollt ihr auch gehen? Geht doch auch. Die anderen sind auch alle weggegangen. Die wollen jetzt nichts mehr von mir hören, weil ich die Wahrheit gesagt habe, dass ich der Weg, die Wahrheit, das Ziel bin, das Brot des Lebens. Geht doch auch. Was haben sie zu ihm gesagt? Haben gesagt, ja, dann machen wir das mal auch. Wir werden mal ziellos gehen, da wo die anderen hingehen, wo auch immer die hingehen. Nein. Sie haben gesagt zu ihm, Jesus, wohin sollen wir gehen? Du hast das Wort Gottes. Du bist der Sohn Gottes. Er hat ihnen die Wahl gelassen. Er hat kein Ziel benannt. Er hat da nicht gesagt, wohin sie gehen sollen. Er hat gesagt, geht. Geht doch einfach weg, wenn ihr wollt. Und die haben es nicht getan. Aber wohin sollen wir gehen? Und da steht, Markus 16, Vers 15, geht in alle Welt. In alle Welt. Er benennt ein Ziel. Das ist ein großes Ziel. Also unsere Welt ist groß, kann man so sagen. Wir sind winzig auf unserer Welt und die Welt ist groß. Man kann viele Ziele heutzutage erreichen, auch weit entfernte.
Und wir denken, das ist groß. Aber Gottes Gedanken sind viel, viel größer. Wenn du denkst, boah, wie soll ich nach Timbuktu kommen? Ich habe ja auch noch Flugangst. Ob mein Auto die Kilometer schafft, weiß ich nicht. Schwimmen kann es auch nicht. Nein, wo fängt für dich deine Welt an? Die Welt fängt für uns dort an der Tür, wenn wir rausgehen, wenn du nach Hause gehst und dein Arbeitsplatz, dein Umfeld, da fängt für dich die Welt an. Er hat das damals zu seinen Jüngern gesagt, geht hinaus in alle Welt. Und zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Flugzeuge. Da gab es nichts, da gab es Kamele und Esel und Pferde. Und da hat er gesagt, da geht mit jetzt hin in alle Welt. Da hat keiner gesagt, ja, wie sollen wir denn da überall hinkommen? Fallen wir nicht hinten runter nachher oder ist die Erde rund oder wie auch immer? So blöde Fragen gestellt. Die haben gesagt, jawohl, wir haben einen Auftrag bekommen, geht hin in alle Welt. Nach dort, nach dort, nach dort. In alle Welt. Und sie haben nicht gezweifelt daran, dass sie alle Welt erreichen werden. Sie waren voller Optimismus. Und wenn du nicht weißt, wo soll ich hingehen, wo ist für mich die Welt oder alle Welt, dann frag doch mal den Auftraggeber. Dann bete doch mal dafür. Dann bete doch darüber, Gott, wohin soll ich gehen? Zeig es mir. Als ich zu dieser Reha sollte, ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt, kann meine Familie bestätigen, ich wollte nicht, wollte nicht. Ich habe einen Widerspruch nach dem anderen eingereicht und habe eine Ablehnung nach der anderen bekommen. Und warum? Ich musste erst erkennen, dass Gott das will. Gott kann alles. Und es wird nichts passieren, dass Gott das nicht will. Also wollte er, dass ich dahin fahre, 5 Wochen dahin. Er wollte das. Da habe ich gesagt, gut, alles klar. Ich weiß mir zwar nicht, warum, was ich da soll, aber wenn du sagst, ich soll dahin, dann gehe ich dahin. Und dann hatte ich auch Frieden darüber, anfangs, die ersten 4 Wochen. Und dann musst du Gott nochmal nachlegen. Musst du nochmal sagen, jetzt hör auf, immer so zu jammern, dass das Arbeitsamt dich dahin geschickt hat. Hör auf zu jammern, ich wollte, dass du da bist. Und dann habe ich es doch begriffen. Wir wissen, dass wir gehen sollen, wir wissen auch, wohin. Jetzt ist doch geklärt, was sollen wir da, wozu? Jetzt wäre der Zeitpunkt eigentlich, wo Gott würde sagen, komm, wir lesen, kann es im Vorteil. Das steht doch da. Geht in alle Welt, verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Genau das ist es. Das Evangelium, die gute Botschaft. Wenn jetzt heute hier einer sitzt und sagt, was ist das? Was ist die gute Botschaft von Jesus Christus? Was ist das Evangelium? Wir haben anschließend Kaffee und Kekse, ganz ehrlich. Lasst euch darüber aufklären. Aber ich denke, wenn ich so in eure Gesichter gucke, also jetzt guckt mich keiner an, der sagt, boah, ich weiß jetzt nicht, was ist das Evangelium? Was ist die gute Botschaft von Jesus? Also ich glaube, dann würden sehr viele, ich würde fast sagen, fast alle heute nicht hier sitzen. Ihr wisst es also, was ihr zu dem könnt es sogar. Ich wollte nicht dorthin. Ich wollte weiter Schlagzeug spielen, ich wollte hier bleiben. Ich wollte hier predigen weiter, ich wollte mit meinen Geschwistern sein. Ich wollte nicht getrennt sein. Aber ich habe so viele gute Gespräche dort gehabt. So viele Gespräche mit Menschen, ich konnte so viel Zeugnis geben. Gott sei Dank. Wenn ich die Chance nochmal bekomme, würde ich es nochmal tun. Muss aber nicht sein. Aber es ist einfach so. Es war im Nachhinein, war es wirklich eine gesegnete Zeit, trotz aller Umstände, so Zeugnis weiterzugeben. Geht hin in alle Welt. Nicht nur bei der Predigt in der Gemeinde, sondern das Klinikum in Bad Oeynhausen hat dazugehört. Wir haben eine Kleingruppe gehabt, wo es dann ging, so ein fester Kreis mit dem Psychologen. Und er sagt, wir lassen jeden Tag oder jedes Mal, jede Woche, wir haben uns die Woche zweimal getroffen, jedes Mal ein neues Thema, weil ihr von euren Sorgen berichtet. Da habe ich gedacht, boah, das ist meine Kleingruppe, sehr gut. Zweimal die Woche sogar, hier machen wir alle 14 Tage im Moment bei der Männerkleingruppe.
Und das erste Thema am ersten Abend, Vergebung. Weil es ging darum, um ein Thema, ich dachte, boah, vergeben, der muss vergeben, Vergebung. Und das hat er aufgegriffen. Und ich gesagt, Gott, guck mal, das ist so einfach. Haben wir über Vergebung gesprochen. Und ich konnte mal Zeugnis geben, wie ich alles bewältigt hatte. Und das war einfach, also unbezahlbar. Das Wort Gottes gegen die alternative Heilung. Das Wort Gottes gegen Placebos. Ein Sinn und Ziel im Leben gegen zielloses Gehen und zielloses Laufen, die nichts bringen. Und ich konnte mit Gottes Hilfe wirklich diesen Samen streuen. Gekommen zu dieser Predigt, auch zu diesem Titel bin ich gekommen. Ich bin dann einen Sonntag ins Schwimmbad. Gott sei Dank gab es dort ein Schwimmbad, das war sehr gut. Also man konnte da abends nach 17 Uhr konnte man hin, man konnte Tischtennis spielen, ins Fitness. Und da bin ich in diesen Schwimmbad reingegangen, 17 Uhr, ab 17:45 Abendbrot. Viele wollten vorm Essen nicht noch schwimmen gehen. Und ich war ganz alleine in diesem Schwimmbad. Boah, ich gedacht, das Wasser lag wie ein Spiegel natürlich, weil ja keine Bewegung drin war. Boah, da habe ich gedacht, boah, ist das schön. Man mag das, ich weiß nicht warum, aber jeder sagt, boah, ich will mal einmal rein, ich will der Erste sein im Wasser, wo das so still liegt. Und dann bin ich dort rein. Und dann bin ich ganz ruhig geschwommen und das ganze Wasser bewegte sich. Und da habe ich gedacht, boah, ich schwimme in der Mitte und das ganze Wasser bewegt sich hier. Ein Becken von 20 mal 10 Meter, 1,30 Meter tief. Da habe ich gedacht so, boah, ich bewege das ganze Wasser hier ganz alleine. Da habe ich das ausgerechnet, das sind 325 Tonnen Wasser. Ey, ich bewege das alles ganz alleine. Das fand ich so cool. Willst du was bewegen, musst du dich bewegen. Und da habe ich darüber nachgedacht, ist das wirklich so? Bewege ich wirklich das ganze Becken? Nein, es ist rein oberflächlich. Und sobald ich kurz stehen bleibe, wird sich das Wasser wieder beruhigen. Aber trotzdem dieser Gedanke, was es auslöst, wenn sich ein einziger bewegt, auch wenn es nur erstmal, ich war ja nur ganz alleine, natürlich, wenn mehr Leute dazu kommen, mehr Bewegung machen, dann wird auch mehr Bewegung dann erfolgen, dann wird das Wasser auch höher gehen, dann wird das Meer, dann wird unter Wasser sich auch viel mehr bewegen. Und ich bin ja nicht alleine, ihr seid ja auch noch alle da. Ich gehe ja nicht alleine raus in die Welt, ihr kommt ja alle mit. Auch in verschiedene Richtungen. Was können wir alleine auslösen? Wir könnten also, wie viel sind wir heute hier, keine Ahnung, 150, ja? Wir könnten 150 Schwimmbäder oberflächlich bewegen, wenn jeder sein eigenes kriegt, ne? Wenn ich schwimmen kann, auch kann laufen 1,30 tief. Wer keine 1,30 groß ist, nimmt seinen Elternteil mit, ne? Also. Aber ich fand das gut. Aber wenn du stehen bleibst, wird das Wasser sich nicht bewegen. Wenn du einen Rettungsring neben dir hast und dich nicht bewegst, dann wird der neben dir ertrinken, weil du ihm den Ring nicht gibst. Da säuft er ab. Du musst dich bewegen. Du musst etwas tun. Ich weiß nicht, ob du willst, dass jemand ertrinkt, weil du dich nicht bewegt hast, weil du nicht deinen Schwimmring hingeworfen hast oder deinen Rettungsring, wenn ihm das Wort Gottes nicht gesagt, wenn er neben dir absäuft, wenn dein Nachbar nicht von Gottes Wort erfährt und er wandert in die ewige Verdammnis. Es gibt immer Menschen, und auch bei mir, wo man denkt, das Wort Gottes hätte man in dem Moment weitergeben können. Er hätte es gewusst, was er damit macht. Das wissen wir nicht, ganz ehrlich, das wissen wir nicht. Aber wir sollen den Samen sehen. Und wenn du den Samen gesät hast und er geht dort nicht auf, weil er auf steinigen Boden fällt, dann hast du deinen Auftrag trotzdem erfüllt. Du hast ihn erfüllt. Gott hat gesagt, geht und sagt das Wort weiter. Sagt das Evangelium weiter. Was daraus wird, Gott wird es tun. In die eine oder in die andere Richtung. Er kann Herzen verhärten, wie bei dem Pharao, und er kann Herzen auflösen,
wie bei Saulus. Das ist Gottes Werk dann. Warum? Damit wir uns nicht unseres kleinen Samens, den wir da gesät haben, auch noch rühmen am Ende und sagen, guck mal hier, ich habe was erzählt. Boah, jetzt 100 Leute haben sich bekehrt, ich mache mal eine Strichliste zu Hause. Du kannst eine Strichliste machen, gerne, für wen du alles betest. Wenn man jetzt denkt, okay, das war jetzt das Wort Gottes, jetzt über mich hingeplätschert, wir bleiben beim Wasser und das war's. Das war's noch nicht. Johnny, wenn du willst, kannst du kommen. Du musst Veränderung schaffen. Ich will das nochmal vorlesen. Markus 16, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, geht in alle Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Der ganzen Schöpfung. Das sind ganz klare, unmissverständlich ausgedrückte Worte, die jeder verstehen kann. Ihr wisst wer? Wir? Wohin? Wissen wir auch? Alle Welt? Ich finde das richtig cool. Ihr habt ja nicht mal eine Begrenzung bekommen. Gott sagt nicht zu dir, Uli, bis nach Haselhünne maximal, ja? Wir haben hier Gebietsschuss in Lindern, ja? Also Kloppenburg ist unser Bereich, ne? Wir sind in Lindern, Lindern ist unser Bereich, ja? Und nicht weiter. Das andere können dann die anderen beackern, dieses andere Feld. Es gibt keinen Gebietsschutz. Und wenn du irgendwo hinkommst und der sagt jemand zu dir, ja, mit mir hat schon jemand gesprochen. Halleluja. Und? Bist du bekehrt? Weil jemand mit dir gesprochen hat? Ja. Halleluja. Nochmal. Dann freut er sich, dich zu sehen. Und wenn er sagt nein, sagst du, dann wollte Gott, dass du das Wort nochmal hörst. Dann hat er dich jetzt noch einmal geweckt. Ich weiß nicht, wie oft er das noch tut. Was machst du, wenn du ein Jünger bist? Ein Nachfolger? Folgst du deinem Auftraggeber oder nicht? Natürlich müssen wir folgen dem Auftraggeber. Wir können uns nicht einfach zurücklehnen und sagen, wir sind alle gesegnet, wir sind Christen, ich brauche nichts mehr tun. Ich komme in den Himmel, das himmlische Jerusalem ist mein zukünftiges Zuhause. Wir werden auch an den Taten gemessen werden. Wir müssen den Kampf aufnehmen mit allem, was in der Welt ist. Dass du etwas bewirkt hast mit deinem Leben, das du geschenkt bekommen hast. Jesus sagte einmal zu einem Gelähmten, nimm deine Matte, steh auf und geh. Was hat dieser Gelähmte gemacht? Hat er gedacht, du, weißt du, Jesus, komm, ich habe mich schon so daran gewöhnt. Lass mich den Rest auch noch liegen. Die restliche Zeit, die ich habe, ich weiß nicht, wie lange Zeit ich habe. Lass mich hier einfach liegen. Ich habe mich schon, ich habe mich schon eingerichtet. Hat er das gemacht? Hat er das gesagt? Nein. Er ist aufgestanden und ist gegangen. Er war froh, dass er jetzt nicht mehr krank war, dass er laufen konnte wie alle anderen und davon berichten. Diese gute Botschaft, auch von seiner Heilung, was Jesus Christus getan hat, sollten alle hören. Und deswegen stand er auf und lief los. Und die Welt ist krank. Die Welt heute ist krank, schaut euch um. Und sie braucht diese Botschaft. Viele brauchen die Aufforderung, nimm deine Matte und geh. Und du bist das Heil und du bist derjenige, der ihnen das sagen kann. Das heiligt im Kreuz, heute, gestern, morgen, das müssen die erfahren. Die Menschen sind krank. Sie sind vielleicht nicht gelähmt, sie sind vielleicht körperlich nicht krank, aber viele sind einfach geistig und in der Seele krank und machen dadurch auch Sachen, die noch krank machen, noch kranke machen. Gott sei Dank sind wir gesund und wir haben Nahrung und was zum Anziehen und davon mehr als genug. Ein Geschenk Gottes.
Und er hat es dir gegeben, weil er dich ausgerüstet hat. Er hat dich ausgestattet mit diesen Dingen, damit du gehen kannst und die gute Botschaft verkündigen. Mir geht es gut. Gott sei Dank. Und so wie der Gelähmte kannst du freimütig das Wort weitergeben. Wir haben über Nachfolge geredet. Es ist oft Menschenfurcht, dass wir uns nicht trauen. Dass der eine oder andere denkt, auch so diese innere Mauer hat. Ah, Jerusalem, jetzt sollen wir auch noch tanzen. Ja, in einem Psalm steht drin, lobt ihn mit Posaunen, lobt ihn mit Pauken, lobt ihn mit Reigen. Und wenn du rausgehst in die Welt, dann geht der Herrscher der Welt vor dir her. Du musst nur nachfolgen, du brauchst gar nicht den Weg freimachen für Jesus. Nein, Jesus hat den Weg für dich freigemacht. Du kannst ihn in seinem breiten Kreuz verstecken. Freimütig das Wort sagen, nicht nur hier. Aber wir müssen Kraft dafür auch haben und Weisheit, weil wir sind oft schwache Menschen. Es ist hier in der Gemeinde, am Sonntagvormittag, vieles, vieles einfacher, wie dort draußen. Und deswegen müssen wir uns immer wieder daran erinnern, was hat Gott Gutes in meinem Leben getan. Dankbarkeit ist der Schlüssel für die Weitergabe des Wortes Gottes. Dankbarkeit, wir vergessen es immer wieder. Dankbar zu sein in allen Dingen und für jeden Umstand. Wir werden gleich aufstehen, wir werden gleich beten. Wir machen ein Gebet zu Gott, dass er uns endlich die Augen öffnet und dass er, wo es notwendig ist, uns auch dann auch mal in Bewegung setzt. Wenn wir glauben, wir müssen uns nicht in Bewegung setzen, dass er uns wirklich auch mal schiebt, so wie er mich geschoben hat. Auch wenn es erstmal weh tut, rückwirkend erkennen wir, ach, es war doch gut, ne? Es war doch gut, aber immer rückwirkend, wir sind so. Und Gott soll uns einfach mit diesem ausstatten. Und wenn wir nächsten Sonntag doppelt so viel hier sein sollten, dann werden wir eine Lösung finden. Das Wetter wird immer besser. Die Musik ist laut genug, die hört man auch draußen, macht euch keine Sorgen. Da müssen wir keine Angst vor haben. Gott hat uns nicht begrenzt. Weil er auch grenzenlos ist. Grenzenlos gut. Amen. Ich denke, wir beten. Lass uns aufstehen, lass uns beten. Ja, Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diese wunderbare Gemeinde. Ich danke dir dafür, dass du uns mit allem ausgestattet hast, das wir brauchen. Du hast uns nicht ausgestattet nur mit dem, was wir brauchen, Gott. Du hast uns ausgestattet mit Überfluss. Mit Überfluss. Und verzeih uns, wenn wir nicht immer diese Dankbarkeit an den Tag legen, die einfach dir zusteht. Dass wir es nicht an den Tag legen. Dass wir es für uns behalten, das Wort Gottes. Weil wir glauben, das wird schon jemand anders machen. Nein. Gott, bitte sende uns. Sende uns in die Welt. Schenk uns Kraft und Weisheit. Zeig uns, wo wir hingehen müssen. Zeig jedem Einzelnen, der heute hier ist, wo muss er diese Woche hingehen? Wo kommt er in die Welt? Wo stößt er an die Welt? Auf der Arbeit, in seiner Nachbarschaft, egal, in irgendeinem Gespräch. Du schenkst einfach Gelegenheiten dafür. Du schenkst uns die Gelegenheiten, Gott. Und wir danken dir für die Gelegenheiten, die du uns schenkst. Und du schaust auf uns, ob wir diese Gelegenheit nutzen. Ob wir dein gutes Wort, ob wir dein Werk, ob wir das Evangelium, die gute Botschaft weitergeben oder ob wir sie verschweigen, weil wir glauben, wir behalten sie für uns. Dann sind wir schlechte Auftragnehmer. Dann haben wir deinen Auftrag nicht erfüllt hier auf der Erde, für das du uns hier auf die Erde gestellt und berufen hast, Gott. Schenk uns Kraft dafür, schenk uns Weisheit. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen hier segnest, dass er das Bedürfnis bekommt, diesen Rettungsring einfach auszuwerfen, um wirklich Menschen zu retten. Menschen zu retten, dass keiner verloren geht, sondern dass wir alle in diesem himmlischen Jerusalem sein werden. Es ist Platz für alle. Platz für alle. Jesus Christus ist für alle Menschen gestorben, nicht nur für eine bestimmte Gruppe. Und wenn du jetzt zu dieser Gruppe dazugehörst, dann lass diese Gruppe wachsen. Nur durch dich kann diese Gruppe wachsen. Lass sie wachsen. Schaffe dir.
can stay.